Hallo, was waren Sachen? Ja, es gibt mal wieder was in Blender. Ja, ist jetzt letzte Zeit was ziemlich ruhig. Ich habe mir gedacht, so als Games Artist sollte ich tatsächlich auch mal wieder Games Artist Content bringen. Und ja, das ist so ein bisschen der Start, dass ich da wieder in die Richtung ein bisschen mehr mache. Ich will ein bisschen mehr in Blender was modellieren. Ich will wieder Quatsch in der Unreal Engine machen. Und das ist so der Anstoß, dass es wieder zurückgeht in die Zeit oder wieder zurückgeht in verschiedene kleine Projekte. Ich plane jetzt nichts modsmäßig Großes erstmal. Ich habe eine kleine Sache im Hinterkopf. Aber ich will mehr so kleine Projekte machen, sei es denn, dass ich irgendwelche VTuber mache oder dass ich wieder mich dran setze und versuche, ein paar Spiele zu machen. Jetzt keine hochgradigen, komplexen Spiele. Ich müsste mich da vielleicht ein bisschen wieder mehr an C++ ransetzen, dass ich das doch mal lerne. Mittlerweile oder in der Zwischenzeit mache ich halt einfach kleine Sachen, kleine Games, kleine Erlebnisse oder sonst was, die ich auch problemlos mit den Blueprints hinbekomme. Ohne dass ich jetzt halt hochkomplexes Wissen habe, sondern halt so, ja, simple Sachen, kleine Sachen, wo man auch den Überblick nicht so schnell verliert. Und genau das habe ich mit der Luna, die hier gerade im Hintergrund modelliert wird, vor. Und nicht nur das. Ich werde das halt auch nicht einfach nur machen und in Videoform machen. Wer da Bock drauf hat und einfach auch mit anschauen will oder einfach mal gucken will, was man da so als macht. Als Game Dev oder halt wie man in der Unreal Engine arbeitet oder im Blender. Ich werde versuchen, so viel wie möglich auch live zu streamen. Es ist halt nicht immer möglich, weil das Internet hier komplette Katastrophe ist, weil wir sind halt hier am Arsch der Welt und in Deutschland ist das ja mit dem Internet auch noch nicht so angekommen. Das Modell haben wir auch komplett modelliert in Streams, sowohl in Twitch als auch in YouTube. Und müssten eigentlich auch die VODs, also auf YouTube sind sie auf jeden Fall da, auf Twitch sind die, glaube ich, nur so 3 Monate oder so da, dann werden die ja gelöscht. Aber ich werde das Wichtigste, was jetzt auch dann halt später in der Unreal Engine passiert, dann auch in kleinen Videos, wie jetzt diesem hier, mit dem Modell im Hintergrund, einfach für euch festhalten, einfach was ich so gebastelt habe, vielleicht für Leute, die dann einfach nachbasteln wollen oder halt sich das Konzept da mit irgendwas anderes basteln will. Weil es sind ja viele Basics, die ich nutzen werde, auf jeden Fall für die Sache, die ich mit Luna habe. Zumal ich habe quasi die Idee auch schon einfach nur quote-unquote geklaut. Vielleicht der ein oder andere, der schon ein bisschen länger im Internet und ein bisschen in den My Little Pony Blase ist oder einem Fandom oder keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Jemand, der halt schon eine Weile in My Little Pony Fandom ist, der hat oder weiß, dass es auch Fangames gibt und ja, das wird auch ein Fangame. Es wird quasi mein Remake von einem Fangame, wenn man so will. Ich werde ein altes Spiel einfach in 3D erstellen. Ich werde die Luna Games, vielleicht kennt das einer, vielleicht haben wir schon was davon gehört. Das sind so sehr, sehr kurze Spiele, wo es halt hauptsächlich um Luna geht. Wer hätte das gedacht bei dem Namen? Und wir sind jetzt nicht modsmäßig komplex, sind halt sehr, sehr, ja, sehr, sehr simple Games, die so in die Horrorrichtung gehen. Ja, ich will jetzt nicht so viel spoilern. Für die Leute, die die Luna Games kennen, gab es vorher ein kleines Problem, nenne ich es mal, mit den Luna Games, dass die auf jeden Fall die erste Version auch Videos oder Bilder mit auf dem PC installiert hatten. Das werde ich weglassen. Ansonsten versuche ich das Feeling der Luna Games so gut wie es mir möglich ist auch zu übernehmen. Die Luna Games war halt ein 2D-Plattformer. Man ist halt mit seinem kleinen Pferdchen über eine Karte gelaufen. Es gab halt ja, 2D-Plattformer wie halt Mario. Man kann halt springen, man kann laufen und ja, man versucht einmal von links nach rechts zu laufen. Ich will das ja in Unreal Engine machen, weil einfach, ich bin das einfach gewohnt, in Unreal Engine zu machen und sage, wenn ich schon die Unreal Engine nutze, nutze ich auch einfach alle Achsen, die ich zur Verfügung habe, Z, X und Y und mache das Ganze in 3D. Das heißt, das Spiel wird ein bisschen anders sein. Ich hatte auch erst mit dem Gedanken gespielt, dass ich das einfach auch in so 2,5D mache. Also man hat 3D-Modelle, aber hat auch wirklich, man bewegt sich nur auf diesem 2D-Space. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, nee, was soll das? Ah, ich habe den ganzen Platz, warum soll ich den nicht nutzen? Und ich werde das einfach komplett auch ausnutzen. Ich werde alle 3 Achsen nutzen und ja quasi die Idee des Spiels mal in 3D interpretieren. Das ist gar nicht so einfach, wie ihr wahrscheinlich auch im Hintergrund sehen werdet. Oder vielleicht wart ihr ja in den Livestreams mit dabei. Es ist gar nicht so einfach, so ein 2D-Konzept in 3D umzusetzen. Ich hatte auch bei ihr ein bisschen zu kämpfen,
Lag auch daran, dass ich auch keine guten Referenzbilder hatten. Ah, ich habe mir einfach Bilder aus dem Internet genommen, weil ich wollte zu faul, einfach selber zu zeichnen und was Gutes zu zeichnen. Und da gab es ein Problem. Zum einen war das Frontalbild, da war sie leicht geneigt, sie hat ein bisschen schief gestanden, war jetzt ein bisschen doof wegen Symmetrie. Und für die Seite hatte ich gar nichts gefunden, da habe ich so eine Dreiviertelansicht, was jetzt auch nicht so das Beste ist. Und wie gesagt, diese 2D-Sachen sind halt nicht unbedingt dafür ausgelegt, dass man die in 3D nachmacht. Also es war ja einfach nicht der Sinn des Gedanken, dass die ja, 3D-modelliert werden. Und da hatte ich hier und da schon ein bisschen was zu kämpfen, aber wir haben es dann irgendwie hingekriegt. Luna ist fertig. In der Zeit, wie ich dieses Video aufnehme, bin ich tatsächlich auch schon ein bisschen weiter mit ihr. Ich habe sie in der Zwischenzeit auch texturiert und gerickt. Das Ganze habe ich auch, wie gesagt, live gemacht. In dem Video hier gibt es jetzt nur das Modellieren. Das hat jetzt schon lange genug gedauert. Hab das für euch möglichst kurz geschnitten, auch dass ihr erkennen könnt, was eigentlich passiert. Ja, ich habe sie mittlerweile auch gerickt. Das war tatsächlich mein erster Vierbeiner, den ich gerickt habe und auch sogar ein kleines Aiki-System für die Beine hinbekommen habe. Also ich müsste mir noch mal ein bisschen besser anschauen, wie man so ein Rig für Animationen vernünftig aufsetzt, damit ich da ein bisschen besser arbeiten kann in der Zukunft. Ich hatte Rigify funktioniert. Ich habe halt auch das Tool einfach getestet, ohne mir ein Tutorial anzusehen. Wie immer war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Ich werde mir in der nächsten Zeit einfach mal schauen, wie man Rigify richtig benutzt und dann kann ich vielleicht einfach ein bisschen effektiver arbeiten. Ja, das ist eigentlich so der Sinn des Gedanken, dass man einfach mit solchen Tools besser arbeitet, dass man sich einfach ein paar Arbeitswege erspart. Ja. Die braucht jetzt nur noch ein paar Animationen und dann geht's ab in der Unreal Engine. Also wird es in den nächsten Streams ein bisschen was aus der Unreal Engine geben, wie ich das Spiel aufsetze. Und falls ihr die Luna Games kennt, die Veteranen aus dem Internet, die schon ein bisschen länger im Internet sind und halt auch aus dem Brawny-Fandom kennen, werden die Luna Games kennen. Ich werde, wie gesagt, versuchen, das so gut wie möglich nachzumachen. Jedoch hatten die Luna Games oder auf jeden Fall das erste Game so ein kleines Problem, was so ein bisschen sass war oder was gefühlt ein bisschen sass war, eigentlich nicht, sind, ja, die haben oder das, es wurde, wenn das Spiel beendet wurde, wurden einige Bilder auf dem PC gespeichert. Das werde ich nicht machen, also ich werde keine Hinterlistig oder sowas, das, ich werde das auf jeden Fall nicht machen, dass das Spiel irgendwas zusätzliches downloadet. Und ihr gesagt, ich werde alles, was ich mache, also alle Assets, die ich nutze, eh selber machen. Ich werde ein bisschen was zeichnen. Wie gesagt, ich werde modellieren. Ich werde auch die ganzen Assets modellieren, die ich halt für den, ja, Hintergrund brauche quasi. Oder halt für die Umgebung brauche. Es wird nicht so viel sein. Wie gesagt, die Spiele sind nicht modsmäßig komplex. Da ist jetzt nicht so viel, dass ich jetzt hier eine komplette Stadt bräuchte oder so. Nur ein bisschen Natur. Ja, und das alles werde ich so gut wie möglich, wie gesagt, in Livestreams machen. Und dann wollen wir mal schauen, wie gut ich das hinbekomme, so ein simples Spiel zu machen. Ich habe ja schon ein paar Sachen gemacht. Ich habe ja schon mit Luna oder Skulda ein kleines Backroom Games gemacht und ich habe so ein kleines Horror Pac-Man gemacht, was ich eigentlich auch irgendwo im Internet mal gesehen habe und gesagt, lol, das ist ja eine lustige Idee, probiere ich das auch mal. Ja, und ja, es wird die Reise weitergehen, ein bisschen mehr so 3D-Sachen, ein bisschen mehr Blödsinn in Unreal. Ich habe da auch schon die ein oder andere Idee über so kleine Projekte. Ich will auch wieder gucken, dass ich irgendwas mit den Twitch-Interaktionen machen kann. Leider gibt es das nicht für YouTube. Ich habe nur ein Plugin, das habe ich ja auch mir geholt oder gekauft für Twitch, dass der Twitch-Chat in der Unreal Engine verschiedene Aktionen machen kann, dass ich damit ein bisschen was mache. Da will ich mit den Chibis was machen. Das heißt, ich brauche mehr Chibis, muss ein paar mehr modellieren und ein paar Aktionen machen. Aber dazu mache ich mir später Gedanken, wenn das Luna-Projekt vorbei ist, setzen wir uns vielleicht an die Interaktions-Chibis oder so, weiß ich noch nicht, Tamagotchi-Chibis oder irgendwie sowas in die Richtung, dass ihr in Streams einfach ein bisschen was zum Spielen habt. Gerade wenn wir ein bisschen wieder uns, ja, andere Videos anschauen, ein bisschen reagieren, da war das ja mal ganz gut. Ich muss ja eh mal nebenbei ein bisschen was machen, weil ich kann mich absolut nicht konzentrieren, wenn ich nichts daneben mache, sei es häkeln, malen oder so, so, ja, so simple Tasks. Ich werde jetzt auch keine hoch komplexe Bilder malen oder so, einfach nur, ich muss mich irgendwie nebenbei beschäftigen. Ja. Und ja, es wird, wie gesagt, wieder ein bisschen mehr Game Dev geben. Ich habe jetzt, glaube ich, im Kreis geredet, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Ja, vielleicht hat euch das Video gefallen, vielleicht hat das Modell gefallen. Seid auch interessiert, mögt ihr generell so 3D-Arbeiten? Habt ihr Interesse an Game Dev Stuff? Wenn nicht, dann ja, seid ihr falsch, weil ich versucht da wieder ein bisschen mehr zu machen.
Und ich will auch wieder ein bisschen mehr ins Stream reinkommen, also so ein bisschen wieder mein Hintern hochkriegen und mir wieder einen Rhythmus reinkriegen, dass ich ein bisschen mehr regulär irgendwas mache. Einfach auch, um für mich einfach einen schönen Tagesablauf zu haben. Das mit den Vlogs war ja schon eine gute Idee, aber ich habe momentan einfach nie so wirklich viel zu erzählen, weil eigentlich nicht so viel passiert, außer dass ich male, häkel und so. Daher, neue Projekte müssen ran. Nichts so Großes, so ein paar kleinere. Und ja, vielleicht komme ich dann irgendwann auch mal wieder zu meinem Fighting Game und kann C++ lernen. Vielleicht habe ich irgendwann mal den Kopf dazu. Momentan noch nicht. Aber wie gesagt, das Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Die Zeit läuft jetzt auch nicht großartig davon oder so. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag, wann auch immer ihr das Video seht. Und ja, nicht ein bisschen wundern. Ich habe das Video tatsächlich zweimal aufgenommen, weil ich tatsächlich die Tonspur verkackt hat. Ist jetzt ein bisschen blöd, das am Ende zu sagen, aber egal. Ich habe beim ersten Mal uploaden die Tonspur verkackt. Da hört irgendwann ab Minute 5 oder so einfach der Ton komplett auf. Und ja, ich nehme es nochmal neu auf und erzähle einfach ein bisschen mehr und hoffe, dass ich irgendwie die Zeit knacke für das Timelapse. Wie gesagt, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, wäre doch mal ein Like oder sowas sehr, sehr lieb oder schreibt mir was in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Projekt, was auch immer das wird. Modellieren oder Unreal oder irgendein Blödsinn fällt mir bestimmt ein. Dann auf Wiedersehen.